Der Trauermarsch in Chemnitz am 1. September, organisiert von der Bürgerbewegung Pro Chemnitz und der AfD. An der Spitze der Bewegung Björn Höcke, in den hinteren Reihen viele polizeibekannte Rechtsextremisten. Dieser Schulterschluss ist ein Grund, warum Thüringens Verfassungsschutz nun Björn Höcke und die Thüringer AfD zum Prüffall erklärt. Was die Zusammenarbeit zwischen AfD und Rechtsextremisten angeht, beobachten wir eine zunehmend faktisch erodierende Abgrenzung zwischen AfD und rechtsextremistischen Gruppen. Zweiter Punkt. Weiterhin registrieren wir seit geraumer Zeit in Thüringen, aber auch bundesweit und eben auch ganz aktuell, dass einzelne Mitglieder der AfD, und dazu gehören auch Führungskräfte, zunehmend auf rechtsextremistischen Sprachgebrauch zurückgreifen. So zum Beispiel im Januar 2017, als Björn Höcke das Holocaust-Mahnmal als Denkmal der Schande bezeichnete. Um sich davon zu distanzieren, startete die AfD-Parteispitze ein Ausschlussverfahren. Dieses Parteiausschlussverfahren hat sich nun in Wohlgefallen aufgelöst. Man hat im Gegenteil erklärt, dass Herr Höcke keinerlei Verbindung zum Nationalsozialismus nachzuweisen sei, beziehungsweise auch nicht gegen die Statuten der Partei verstößt. Insofern rechnet sich die Partei jetzt selber das zu und an, was Herr Höcke sagt und wie er es sagt. Um festzustellen, inwieweit die Ansichten der AfD als extremistisch eingestuft werden, prüft der Verfassungsschutz nun alles öffentlich zugängliche Material. Björn Höcke war selbst für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Stefan Müller betrachtet die Prüfung als politisches Kalkül. Fakt ist, bei unseren Demonstrationen ist es nie zu Gewalt gekommen. Ja? Und wir können natürlich auch keine Gesinnungskontrolle machen. Und wenn man Demonstrationen oder politische Bewegungen überprüft, wer da mit wem zusammenspielt, marschiert, wer da auch Gewalttäter beispielsweise mitmarschieren lässt, dann wäre der augenfällige Fokus eigentlich auf dem linken Lager zu legen, denn da eskalieren Demonstrationen regelmäßig. Gewalt und politisch motivierte Straftaten, auch sie hat der Verfassungsschutz erfasst. Sowohl im rechten als auch im linken Spektrum ist ihre Zahl leicht gesunken. 1.353 Straftaten gehen auf das Konto der Rechtsextremisten. 835 zählen die Verfassungsschützer, 250 von ihnen gewaltorientiert. Linksextreme begangen im vergangenen Jahr 434 Straftaten. Von den 340 Extremisten im Land seien 130 gewaltorientiert. Sie zu überwachen wird immer schwieriger. Es gibt jetzt neue Bewegungen, Aktivitäten von rechts, die eine Rolle spielen und die auch schnell wachsen. Und das sind zum Teil unstrukturierte Bewegungen. Also man kann gar nicht sagen, da ist jetzt eine bestimmte Organisation mit einem bestimmten Namen, sondern die Leute tun sich zusammen und sind in recht großer Anzahl auch gewaltbereit. Wann die Überprüfung von Björn Höcke und der AfD abgeschlossen sein wird, dazu wollte sich der Verfassungsschutz heute nicht festlegen.